Hi zusammen, mein Name ist Polly und in diesem Video geht es um rechte Symbole und Codes der rechten Szene in Deutschland. Im letzten Video habe ich euch erklärt, wie vielfältig die rechte Szene mit ihren Gruppierungen und Organisationen und Parteien ist. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, den Link findet ihr in der Infobox. Nahezu alle Parteien, Organisationen und Gruppen verfügen über eine Vielzahl an Codes, Symbolen, Erkennungszeichen wie Grußformeln und Zahlencodes und haben sich in den letzten Jahren zwar vermehrt, aber auch verändert. Sie stellen für Rechte nicht nur die Möglichkeit dar, ihre Gesinnung in der Öffentlichkeit zu zeigen, sondern dienen auch dem schnellen Wiedererkennen und Mobilisieren. Manche sind offen, andere wiederum verschlüsselt und für Außenstehende nicht immer eindeutig zu erkennen. Deswegen stelle ich euch jetzt eine kleine Auswahl an Symbolen und Codes vor, damit ihr in Zukunft auch euren Blick schärfen könnt. Zu beachten ist dabei, dass einige Codes, wie etwa Zahlencodes, erst in Kombination mit anderen rechtsextremen Symbolen ein Zeichen für die Gesinnung ihrer Nutzer und Nutzerin ist. Mal wird auf den Nationalsozialismus Bezug genommen, mal auf die germanische Mythologie. Und vor allem der Bezug auf das frühe Mittelalter und Germanen wird nicht durch historische Belege gedeutet, sondern einfach inhaltlich anders genutzt. Vor allem das Wikingerschiff und der Thorshammer werden als Sinnbild der Eroberung verstanden. Für Symbole wie der Wikingerhelm stehen sinnbildlich für die reine Rasse nach arischem Vorbild. Der Wikinger hat auch eine islamfeindliche und rassistische Komponente. Sein Feindbild waren damals vor allem Menschen islamischen Glaubens. Das Festhalten an einer reinen Rasse und die Ablehnung von Fremden bringt uns zum nächsten Punkt, den Bezug auf den Nationalsozialismus. Das wohl bekannteste Symbol ist das Hakenkreuz, auch Swastika genannt, und in Verbindung mit diesem Symbol sind auch die Reichskriegsflaggen verboten. Das SS-Zeichen der Schutzstaffel, der SS-Totenkopf als Zeichen der SS-Division sind in Deutschland verboten. Reichsadler und die Wolfsangel sind in Deutschland in Verbindung mit rechter Propaganda verboten. Rudolf Hess und sein Geburtsdatum, Abbildungen von Lanzer einer verbotenen Nazi-Band und die schwarze Sonne, die ein beliebtes Symbol der SS war, können in Deutschland aber noch abgebildet werden. Auch Zahlencodes wie 18 für den ersten und achten Buchstaben des Alphabets, A und H, und damit für Adolf Hitler, 88 für Heil Hitler oder H8 für Englisch ausgesprochen Hate, finden sich in der rechten Szene. Und damit bleibt auch Antisemitismus nicht weit. Antisemitismus ist ein fester Bestandteil der neonazistischen Ideologie und häufig werden auch antisemitische Symbole, Codes und Schlagworte verwendet. Vor allem Neonazis bedienen sich auch an Bildern und Zeichnungen von jüdischen Menschen mit angeblich charakteristischem Aussehen. Populär in der Extremrechten sind auch Abbildungen der Pyramide mit einem Auge, dem allsehenden Auge. Rechte Verschwörungsideologen und Ideologinnen schreiben dieses Symbol einer jüdischen geheimen Macht zu, die angeblich Regierungen und Finanzmärkte steuert. Und damit wären wir auch beim Rassismus. Angehörige der rechten Szene machen ihre rassistischen Botschaften mittels Codierungen oft schwer erkennbar. Ein Beispiel ist 2YT4U, wird englisch ausgesprochen Too White for You und findet sich als beliebtes Tattoo-Motiv. Die White Power Faust ist ein Schlüsselsymbol für neonazistische Szenen und als Slogan allgegenwärtig, der sich im Sinne der weißen Vorherrschaft verwendet. Das Keltenkreuz hat dieselbe Bedeutung wie die White Power Faust, wurde aber im Oktober 2008 vom Bundesgerichtshof für die öffentliche Verwendung als strafbar erklärt. Symbole des Ku Klux Klan, KKK oder KKK werden in Deutschland häufig aufgegriffen. Sie stehen in wenigen Fällen für eine Zugehörigkeitsorganisation, sondern dienen primär als Bekenntnis zur White Power Idee. Aufgrund der Unzufriedenheit vieler Rechter mit der Asylpolitik der Bundesregierung und der Ablehnung und Ausgrenzung von Menschen muslimischen Glaubens kamen in den letzten Jahren auch viele neue Codes dazu. Islamfeindliche Symbole sind momentan extrem populär, weil sie damit auch Anschluss an die gesellschaftliche Mitte finden. Häufig findet man Pappschilder mit einer durchgestrichenen Moschee, auf Shirts Phrasen wie Defend Europe. Ein Sinnbild für den Kampf gegen den Islam ist aber auch der Kreuzritter, der besonders von der identitären Bewegung verbreitet wird. Auch T-Shirt-Aufdrucke und Phrasen wie Refugees not welcome sind beliebte Ausdrücke. Aber wie ziehen sich Rechte eigentlich an und an welchen Modemarken bedienen sie sich? Modemarken sind dann extrem rechts, wenn sie sich mit einem eindeutigen Symbol oder Aussagen an extrem rechten Szenen wendet. In der folgenden Auswahl sind neben rechten Marken auch solche aufgeführt, die keine Verbindung in rechtsextreme Szenen haben, aber trotzdem häufig von Rechten getragen werden. New Balance Schuhe mit dem aufgenähten N werden von Neonazis als Kürzel für Nationalsozialist oder Nationalist umgedeutet. Lonsdale war die beliebteste Marke der Neonazi-Szenen in den 1990er Jahren. Zur Mitte des Schriftzuges lässt sich die Buchstabenfolge NSDA, angelehnt an NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei,
Thor Steiner galt Ende der 1990er Jahre noch als reine Szenenmarke, erreichen jedoch zunehmend Kunden und Kundinnen außerhalb des rechten Spektrums. Wenn ihr euch ausführlicher über Symbole und Codes der rechten Szene informieren wollt, geht doch einfach auf www.versteckspiel.de. Weitere Infos und Videos zu ähnlichen Themen findet ihr auf www.juck.berlin/Augenhöhe. Bis dann!